And hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Paladins. Diesmal spielen wir Ruckus, ein Tank sozusagen. Den kann ich noch nicht wirklich so gut spielen. Zumindest habe ich ein paar Mal gespielt. Ich schaue, dass ich mein Bestes rausholen kann, aber ich glaube, diese Runde werden wir verlieren, weil wie gesagt, wenn man einen Tank nicht vernünftig spielen kann, dann verliert man. Mir liegen eher sowas wie der Victor oder der Godos, Ja, aber hier, dieser Tank, der Ruckus, liegt mir jetzt nicht wirklich so sehr. Aber, wie gesagt, man lernt. Und irgendwann kann man Ruckus richtig gut spielen. So, wie gesagt, wir sind ein Tank. Time to destroy our enemy. So. I'll be impressed if you know schnell ausrüsten, mal gucken, was wir jetzt hier überhaupt nehmen. Also ich würde doch schon gerne Schaden gegen mich abwenden, weil ich Tank bin. Dann würde ich Heilung kann ich mir noch gar nicht, im Moment gar nichts leisten. Okay. So, was habe ich denn überhaupt hier drin? Ah, dieser Flankentyp da, den mag ich gar nicht. Also persönliche Bezüge dahin habe ich nicht. Es hat sich herausgestellt, dass der, wenn er nicht gespielt werden kann, verdammt wenig Schaden macht. Aber irgendwo hat dieser Charakter natürlich immer noch seine Daseinsberechtigung. Genauso wie so ein Sniper, der gefällt mir auch nicht. Und nochmal, ja, Victor haben wir dabei, der gefällt mir außerordentlich gut. Und die Meat oder wie die auch immer heißt, gefällt mir ebenfalls auch ordentlich gut. So, wir gucken jetzt, dass wir schnell dahin kommen und richtig Damage machen. Ich positioniere mich mal hier. Und hoffe jetzt, dass die Ersten da kommen. Wir müssen jetzt natürlich nämlich hier stehen. Wir stehen jetzt hier und warten jetzt, bis wir... Ich kriege irgendwie hier Schaden. So, da hat er mich schon weggemacht. Wir müssen in dem Kreis da stehen. Seht ihr das in der Mitte? Wo der Dicke da eigentlich steht. Und warten darauf, bis wir den Payload haben, und das machen die anderen Teamkameraden schon mal zum Beispiel wieder nicht. Der eine läuft da oben schön rum und so. Deswegen haben die anderen jetzt den Payload bekommen. Und wir haben so eine Arschkarte. So, da haben wir einen. Da haben wir noch einen. Haben wir noch einen. Sehr schön, da haben wir den Dings hier aufgeräumt. Den Spawn. So, der haut auf jeden Fall jetzt ab. Kriegt richtig auf die Mütze hier. So, wir haben den Payload, sehr gut. So, die springen schön hier hin und her. Aber keiner ist jetzt wieder am Payload, außer ich jetzt. Ja, und was soll ich machen da? Gegen vier alleine. Ihr seht, also wenn die anderen nicht mitspielen, kann man das Ganze vergessen. Da wurde ich schon verkrüppelt und was weiß ich was alles. Also das sieht nicht gut für uns aus, ganz klar, ne? So, ich weiß auch noch nicht, wo ich mich wirklich hier positionieren soll. So, und da habe ich meine Ulti. Und da ist es doch mit dem schon geschehen. Meine Ulti haut einfach so übelst rein. Und da ist der nächste tot. Jetzt wird er drauf gehen. Ja, gegen alle kann ich wie gesagt nicht antreten. Das ist nicht möglich. Aber die kriegen auch keinen Meter die Kiste bewegt. So, Dreck wieder erhöhen, meinen Schaden reduzieren. Und ich möchte mich heilen. So, wenn ich jemanden töte. Sehr gut, sehr gut. So, gucken wir mal, wie es weitergeht. So, wir gehen hier weg. Das hat keinen Zweck hier. 30 seconds remaining.
So, wo sind sie? Ich sehe sie nicht. And quiet. 15 seconds remaining. 10. Enemy. Killing spree. 8. 7. 6. So, die sind nicht weitergekommen, wir aber auch nicht. Das heißt, sehr schön. 8. 7. Schieben fehlgeschlagen, die aber auch. Ja, 1-1 steht es jetzt. Die werden gewinnen, keine Frage. Weil mein Team ist einfach dafür zu schlecht. Man sieht es jetzt am Anfang schon direkt. Ich kann nicht mehr als wie zum Payload gehen und dann dabei zu bleiben. Aber die sind einfach zu mobil, die anderen Einheiten. Und deswegen haben wir hier den ganzen Zirkus. Ja, Entschuldigung, mein Husten war zwischendurch. Wie gesagt, ich bin definitiv... Point spawning in 15 seconds. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten. So, wir gehen jetzt hier raus wieder... Versuchen unser Bestes und versuchen die aufzuhalten. 3, 2, 1. So, und ab dafür. So, hier platzieren und dann. The spirits do not rest. So, da hat einer direkt sein Ulti gezogen, da war er tot. Und dann macht er mich instant weg, ganz klar, ne? Die werden gewinnen, das Spiel. Da brauchen wir uns gar nicht drüber aufregen. So. Ich sag ja, wenn man den Flankenläufer da bei sich im Team hat und Krisch hat nicht gewacht und dann... Dann verliert man die Battles. Das habe ich euch ja direkt am Anfang gesagt. Von daher kann man schon sehen, wie die Spieler welchen Charakter auswählen. Gibt das Erfolg oder nicht Erfolg? So, da habe ich jetzt zwei Wings weggenutzt. Ja. Also wie gesagt, ich kann nicht gegen Sniper und alles geht auf mich. Ihr seht es da, der schießt von der hinten Sniper. Ja. Das geht eben nicht. Also das Spiel ist für mehrere Leute ausgelegt und nicht für einen alleine. Ich versuche hier mein Bestes, aber die kommen wie gesagt auch nicht weiter. Da jetzt kommt auch hier von rechts wieder einer. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. So hat das keinen Zweck. Ich brauche mich auch gar nicht mehr hinzubewegen, weil das hat... Ihr seht ja, mit wie vielen Leuten ich da weggemacht werde. Und hier unser Flankenläufer, das ist eine absolute Pfeife. Also ich habe noch nicht so einen schlechten Spieler gesehen hier letztendlich. So, jetzt kommt er natürlich wieder zu mir. Ja, es war klar, dass er wieder zu mir kommt. So, haben wir die erste Runde verloren oder was? Ja, wahrscheinlich, ne? Die haben 3-1, also wie gesagt, die Runde ist so weit von verloren und da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. So weit von schlecht. Das liegt aber an diesem Spieler hier, weil das eine absolute Pfeife ist. Hier seht ihr übrigens die Sprays, die man machen kann hier, die man im Spiel verteilen kann. Einige halten es für sinnvoller, solche Sprays zu verteilen an sich, statt sich auf das Spiel zu konzentrieren. 3, 2, 1. Aber meine Künste als Tank halte ich natürlich auch an Grenzen, davon mal abgesehen. Ne? So, statt jetzt da unten mal wieder einer hingeht. Wait.
So, die springen auch schön weg und bewegen sich. Also wir machen hier einen bis anderen weg schon. Ja, irgendwann bin ich dann auch mal tot, wenn so viele Leute auf mich drauf gehen. Aber ihr seht doch, wie schnell sich unsere hier aus dem Spiel nehmen lassen. Nichtsdestotrotz erhöhen wir hier unsere Leistung, wenn wir jemanden getötet haben. Aber es ist einfach so, das Team ist viel zu schlecht. So, Niederlage. Gott sei Dank ist die Runde vorbei. Ich brauche mit den Tütennügeln nicht mehr zu spielen da. Und dann werden wir uns mal ansehen hier, wer was hier gerissen hat. Und die Spieler waren einfach nicht gut genug oder ich war einfach zu schlecht. Eins von beiden. Ich will auf jeden Fall den Spielern jetzt nicht mal die Schuld geben. Sagen wir mal ganz einfach, ich als Tank war einfach zu schlecht und zu unfähig. Und damit belassen wir es dabei. Ja, die Runde ist in die Hose gegangen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Hier bester Tank, wieder Avatar X. Also man ist ziemlich häufig in den Highlights drin. Ja, wir können uns das Ganze auch mal angucken. Und ihr seht doch hier, das waren glaube ich alles Spieler von einem anderen Team. Von uns war hier überhaupt kein anderer mehr dabei, außer ich jetzt als Tank. Und ja, ich kann nicht alles machen hier. Ihr seht es hier, 16 haben wir getötet, die anderen nur 7, 7. Und wie gesagt, hier habe ich ja gesagt, also jetzt nicht den Namen, ich will jetzt hier... Vielleicht ist der Spieler neu oder so. Aber die Klasse und der Sniper, die haben überhaupt gar nichts gerissen an Credits. Ja, keine Kills gemacht. Sind öfters gestorben nur. Haben keinen Schaden gemacht hier. Seht ihr, guck mal hier, ich habe 48.000, der andere 39.000, 39.000 und dann mit 17.000 und 9.000. Ja, wenn du solche Leute im Team hast, dann verlierst du die Battles. Aber die können auch natürlich neu sein. Aber das sind so Klassen, die muss man spielen können und das lohnt sich nicht. Und wenn man die nicht kann, dafür gibt es extra bei Paladins halt hier so eine Lobby. Wo war das hier? Paladin lernen halt, ne? Training oder so. Dann soll man dahin gehen oder gegen Bots spielen im PvE. Aber bitte nicht im PvP und besonders nicht später im Ranking. Was wir jetzt noch zeigen können, ist einmal eine Kiste aufmachen, denn ich habe eine bekommen, durch irgendwas auch immer. Ihr seht, ich habe jetzt schon 3250 Gold. Wir öffnen die Kiste und mal gucken, was da drin ist, was wir drin bekommen. Und so, wir haben bekommen, ein Spray haben wir bekommen, wir haben bekommen eisblockhaltig für jede Sekunde um 50, okay, haben wir erhalten. 900 Gold dazu bekommen, ihr seht, wir haben jetzt 4150 Gold, also man kommt hier wirklich an Gold schnell genug ran. Diese Karten haben wir jetzt alle bekommen und die stehen jetzt unserem Deck weiterhin zur Verfügung. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Decks bauen gehe, wo war das jetzt? Nochmal, jetzt muss ich noch eben gucken auf Champions. Und wir haben jetzt, aber die Magierin habe ich mir jetzt noch nicht freigeschaltet. Ich würde jetzt hier den Ruckus ausbauen, nicht Fertigkeiten, sondern hier neu wählen, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich eine Karte mehr dazu bekommen, wenn die für den Ruckus gewesen ist, aber die war für die Eismagierin, ne? Und so baut man sich dann, wie gesagt, früher oder später sein Deck zusammen. Individuell, nicht jeder hat dasselbe Deck und daher finde ich, ist da die Vielfalt gegeben und es kommt dann letztendlich auch nochmal auf Skill an. Nichtsdestotrotz machen wir an dieser Stelle Schluss. Wenn ihr Paladins ebenfalls spielen wollt, einfach den Link unten in der Videobeschreibung nutzen und mit dabei sein. Es macht verdammt viel Spaß. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.